Hallo, meine lieben Märchenfreunde, ich freue mich, dass ihr wieder hereinschaut. Unsere heutige Geschichte führt uns nach England, ein englisches Märchen. Und nach einem Schluck Earl Grey Tee geht es auch gleich los mit unserer Geschichte. Der 11. Dezember. Der alte Mann und sein Hexenweib. Vor langer Zeit lebten in England ein alter Mann und seine Frau. Der Alte war friedfertig und gut, die Frau aber war wandelmütig und sonderbar, und die Nachbarn sahen sie schief an. Sie flüsterten miteinander und hielten sie für eine Hexe. Zu guter Letzt fürchtete das auch der Mann, denn mitunter verschwand seine Frau in der Dämmerung und blieb die ganze Nacht fern von daheim. Wenn sie am Morgen zurückkam, sah sie blass und erschöpft aus und war zweifelsohne weit fort gewesen oder hatte schwere Arbeit hinter sich. Er beobachtete sie sorgsam und versuchte zu erforschen, wohin sie eigentlich ging. Aber es gelang ihm niemals, denn sie schlüpfte immer dann aus der Tür, wenn er einmal nicht Acht gab, und bevor er ihr folgen konnte, war sie auch schon verschwunden. Endlich ertrug er die Unsicherheit nicht länger und fragte sie geradeaus: »Bist du eine Hexe oder nicht?« Das Blut gerann ihr in den Adern, als sie ihm ohne zu zögern antwortete: »Ja, das bin ich, und wenn du es niemandem weiter erzählst, werde ich dir auch gern nach dem nächsten Hexenausflug alles erzählen.« Der gute Mann versprach es, denn er wollte so viel wie nur möglich über die Zauberkünste seiner Frau erfahren. Er brauchte auch nicht lange zu warten, bis er mehr darüber erfuhr. In der darauffolgenden Woche war Neumond, und jeder weiß, dass Neumond die beste Zeit für Hexen ist. Schon in der ersten Nacht verschwand seine Frau und kehrte erst bei Tagesanbruch zurück. Als er sie fragte, wo sie gewesen sei, erzählte sie ihm alles sehr fröhlich. »Meine vier Gefährtinnen und ich«, begann sie, »trafen uns in der alten Heide hinter der Kirche, bestiegen grüne Lorbeerzweige und Schierlingsstängel, die sich sofort in Pferde verwandelten, und ritten auf ihnen hurtig über das Land, um Füchse, Wiesel und Eulen zu jagen. Dann durchschwammen wir eine Furt und erreichten den Gipfel des Belle Lomond. Dort sprangen wir von den Pferden und tranken aus Hörnern, die keine sterbliche Hand geformt, Bier, das in keiner irdischen Brauerei gebraut. Ein winzig kleines Männchen kam unter einem bemoosten Stein hervor, das trug einen zierlichen Dudelsack unter dem Arm und blies so schön, dass die Forellen aus dem See hochschnellten und die Hermeline aus ihren Löchern hervorhuschten und die Raben und die Reiher kamen im Finsteren und setzten sich auf die Bäume, um zu lauschen. Wir tanzten, bis wir müde waren und kaum mehr auf unseren Rössern reiten konnten, als der Morgen kam und wir heimkehren wollten.« Der brave Mann lauschte schweigend der langen Geschichte. Mehrmals schüttelte er den Kopf und sagte: »Daheim hättet ihr es gemütlicher gehabt. Was habt ihr von dem all dem Getanze?« Beim nächsten Neumond verschwand die Alte abermals zur Nacht. Und als sie am Morgen zurückkam, erzählte sie: »Diesmal haben wir Herzmuschelschalen als Boote benutzt und sind über die stürmische See bis Norwegen gesegelt. Dort bestiegen wir unsichtbare Sturmpferde und ritten über Berge, Schluchten und Gletscher bis zu den Lappen, wo noch Schnee lag. Die Elfen, Feen und Meerfrauen des Nordens feierten mit Heinzelmännchen, Zauberern und Kobolden, die noch nie ein menschliches Auge erblickt hatte. Sie feierten sogar mit dem wilden Jäger selber ein Fest und wir tanzten und schlemmten
und sangen mit ihm, und wir lernten auch neue Zauberworte von ihnen. Worte, die durch die Lüfte tragen und alle Riegel und Schranken öffnen und uns zu jedem Ort Zutritt ermöglichen. Ach, brummte der Alte verächtlich vor sich hin, wie seid ihr auch auf so ein Land verfallen? In euren Betten wär's einen guten Teil wärmer gewesen. Erst als die Frau vom nächsten Abenteuer zurückkam, wurde er aufmerksamer für ihr Treiben. Er hörte nämlich, dass sie mit ihren Freundinnen auf einer Bauernhütte zusammengetroffen wäre, und dort sei es ihnen zu Ohren gekommen, dass der Lord Bischof von Carlisle einige seltene Weine in seinem Keller liegen habe. Da hätten sie rasch ihre Füße auf den großen Haken gesetzt, an dem der Wasserkessel im Kamin hing, und die Zauberformeln von Lappland gesprochen. Wie Rauchschwaden flogen wir nun den Kamingang hinauf und segelten wie Federwölkchen durch die Luft, erzählte sie. Schneller als es sich berichten lässt, landeten wir beim Bischofspalast. Riegel und Schranken wichen zurück. Wir stiegen hinab in seinen Keller und kosteten seinen Wein. Aber nüchterner als andere alte Weiber waren wir beim ersten Hahnschrei wieder zurück. Meiner treu, rief der Mann, du bist aber wahrlich ein Weib, auf das man stolz sein kann. Und da er einen guten Wein über alles liebte, so bat er sie, sag mir die Worte, denn ich will mich aufmachen und meiner Lordschaft Wein persönlich versuchen. Aber die Frau schüttelte den Kopf und sagte, nein, das darf ich nicht, denn täte ich das, so sagtest du es weiter und bald würde die ganze Welt auf dem Kopf stehen. Jedermann würde seine Arbeit im Stich lassen, über die Welt dahinfliegen und nach der anderen Leckerbissen begierig sein. Sei zufrieden, Alter, denn du hast genug und kommst recht gut durchs Leben mit dem, was du weißt. Obgleich der Alte sie zu überreden suchte, wollte sie ihr Geheimnis nicht verraten. Aber den Alten ließ der Gedanke an des Bischofs Wein nicht zur Ruhe kommen. Schlau war er obendrein, und so versteckte er sich Nacht für Nacht in der Karte der alten Frau, in der Hoffnung, sein Weib und die Gefährtinnen würden sich dort wieder treffen. Lange Zeit war alles vergeblich, aber endlich versammelten sich eines Abends die fünf Weiber wieder, liefen zur Feuerstelle, kletterten eine nach der anderen auf einen Stuhl und setzten ihren Fuß auf den rußigen Haken im Kamin. Dann flüsterten sie die Zauberformel und verschwanden wie der Blitz den Rauchfang hinauf, bevor der Alte nur Atem schöpfen konnte. Das kann ich auch, dachte er, kroch aus seinem Versteck hervor und lief zur Feuerstelle. Er setzte seinen Fuß auf den Haken, wiederholte die Worte und wie ein geborener Zauberer flog er durch den Kamin und durch die Lüfte seiner Frau und ihren Hexen. Da Hexen nie über die Schulter sehen, bemerkten sie ihn erst, als sie den Bischofspalast erreicht hatten und in den Keller schlüpften. Sie waren höchst verwundert und nicht gerade erfreut darüber. Immerhin half das nun nichts und sie ließen sich mit ihm zusammen nieder, zapften erst dieses Fass und dann jenes an, tranken von jedem ein wenig und nicht zu viel, denn sie waren vernünftige alte Weiber. Sie wollten klare Köpfe beihalten, um beim ersten Hahnschrei zurückfliegen zu können. Der Alte aber war nicht so weise. Er schlürfte und schlürfte, bis er ganz schläfrig wurde. Dann fiel er auf den Boden nieder und schlief ein. Seine Frau meinte, das ist eine gerechte Bestrafung für seine Neugier. Und als der Hahn krähte, machten sich die Weiber auf, ohne ihn zu wecken. Er schlief indessen fröhlich einige Stunden, und als zwei Diener des Bischofs kamen, um Wein für ihren Herrn zu holen, wären sie in der Dunkelheit fast über ihn gefallen.
Sie schüttelten ihn und knufften ihn und fragten, wie er durch die verschlossenen Türen gekommen sei. Der arme alte Mann war sehr verwirrt von all dem. In seinem Kopf drehte sich alles und er stammelte, er sei mit dem mitternächtlichen Wind gekommen. Als die Diener das hörten, hielten sie ihn für einen Zauberer und schrien und zerrten ihn vor den Bischof. Da Zauberer und Hexen in jenen Tagen noch verbrannt wurden, so wollte ihn der Bischof lebendig verbrennen lassen. Als das Urteil verkündet wurde, da bebte und zitterte der alte Mann und wünschte so recht vom Herzen, er wäre lieber daheim in seinem Bett geblieben, als des Bischofs Wein zu kosten. Nun aber war es zu spät, und die Knechte legten ihn in Ketten und zerrten ihn in den Hof und banden ihn an einen großen eisernen Pfahl. Dann schichteten sie Reisigbünde rund um seine Füße und zündeten sie an. Als die ersten Flammen emporzüngelten, glaubte der arme Alte, seine letzte Stunde sei gekommen. Seine Kleider versenkten, in der Luft erhob sich ein Sausen und Flattern und am Himmel erschien ein großer grauer Vogel mit ausgebreiteten Schwingen. Im Schnabel trug er eine kleine rote Nachtmütze, ließ sich auf die Schulter des Mannes nieder und stülpte sie zum Erstaunen aller Anwesenden dem Gefangenen über den Kopf. Dann ließ er ein grimmiges Krächzen hören und flog wieder auf. Für des alten Mannes Ohren war dies Gekrächz die süßeste Melodie, denn er erkannte die Stimme seiner Frau, die ihm Zauberworte zuraunte. Kaum hatte er sie wiederholt, fielen seine Ketten ab. Er flog in die Luft und stieg höher und höher, während ihm die Blicke der Zuschauer erstaunt folgten. Er flog geradewegs heim, ohne ihnen Lebewohl zu sagen. Und als er sich wieder geborgen zu Hause fand, versuchte er nie wieder, und das könnt ihr versichert sein, den Geheimnissen seiner Frau nachzuspähen. Und in Zukunft ließ er sie lieber allein mit ihren Künsten. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt, oder schreibt hier unten drunter etwas in die Kommentare. Habt es gut, bis zum nächsten Tag und verliert nie euren Zauber. Musik.